Ja. Ich hab mal gedacht, wir spielen mal mein Lieblingsspiel aller Spieler. ungelogen, es ist jetzt, glaube ich, mein 25. oder 26. Durchlauf in diesem Spiel. Allerdings das erste Mal auf PC. Wir werden natürlich bestmöglich nicht mit einem hohen Chaos spielen und wir werden mit Emily spielen. Bei Corvo haben wir ja schon in Teil 1 gespielt, da muss ich gucken, dass ich doch auf jeden Fall noch die letzte Folge noch mache, weil da gab es irgendwie ein Problem. Ja, aber jetzt spielen wir erstmal die Standard. Boy. No. Wir spielen normal. Ja. Nein, ich möchte Tutorial nicht starten. Oh, kein Tutorial. Wir hauen direkt rein. So. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Ich sag von vornherein nicht wundern, wenn es so ein bisschen Speedrun-mäßig aussieht bei mir, aber ich kann dieses Spiel, glaube ich, mittlerweile mit verbundenen Augen spielen. Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Den habe ich Danke, auch. Alexi. Öffnen Sie die Türen. Steht bei mir im Regal. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen, wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht, uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerkonos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Cerkonos. Mechanische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerkonos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag
Geschenke aus unserer Nation, den neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr. Wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Reiset Kaiserin Delilah. Erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Ich brauche mich nicht zu entscheiden. Die Entscheidung ist schon gefallen. Ich banne sie in kalten Marmor. Nein! Süßes Kind. Irgendwann werden sie mich lieben. Vielleicht sogar eines Tages als die verlorene Mutter sehen. Aber bis dahin passen wir gut auf sie auf. Ich sperre Lady Emily in ihr Gemach. Dann bringe ich sie zum Gefängnis von Kotrich. Voll ins Gesicht getreten. Mein Vater hat damals alles verloren. Nun trage ich diese Uniform und schicke Grünschnäbel aus, damit sie die Rosengärten patrouillieren, statt im Schützenclub zu trinken. Hauptmann, waren das Schreie? Lady Emily, was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Das, was du da gerade in der Hand hattest. Und das ist ein sehr, sehr praktisches Schwert. Laut der Towerwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin. Einen Raum in ihren Gemächern. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und dieser Ring soll einer von nur zwei Schlüsseln sein. Nicht ganz. Was? Was ist geschehen? Ja. Alexi, der Thronsaal. Vater. Nichts, was ich allein kann. Ich muss hier raus. Okay. Nochmal wieder an die Steuerung hier gewöhnen. So. Lesen. Wie oft habe ich diese Skyline gesehen? Es wirkt, als hätte sich alles verändert. Grafischer Film. Okay. Du Mann. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Serkunos. Fenster auf.
hier durch. Wie gesagt, ich wundere, wenn da vielleicht so ein bisschen Speedrun-mäßig rüberkommt. Leila ist wohl eine Hexe. Wie ist das nur möglich? Lady Emily, es geht ihm gut. Meine Güte. Ich komme durch. Da kommt halt der Schlüssel rein. Wo ist der kaiserliche Schutzherr? Hier läuft ein Staatsstreich. Mein Vater, er wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus, durch den Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag, unten am Hafen, hat den Schutzherrn gesucht. Finden Sie sie, fliehen Sie aus Dunwall. Alexi, tut mir leid, leben Sie wohl. Ich meine, das Game jetzt sowieso spiele auf deine eigene Art, ne? Das erinnert mich an schöne Zeiten mit Freunden, mit Wyman. Das war einmal. Alle abgeschlachtet hier. Okay. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt... So, jetzt müssen wir warten, wohl oder übel. Wir müssen warten. Kommt ihr? Wie gesagt, wir versuchen auf einen niedrigen Chaoswert zu spielen.
dauert halt ein bisschen, deswegen muss man natürlich auch viel warten, aber... Schon wieder so 3 Jahre auf jeden Fall her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Okay, er kommt. Den lasse ich nicht mehr los. Das Schloss stammt von Sokolov. Wollten Sie das nicht immer, Ramsay? Die Kaisersuite ganz oben im Dunwall Tower? Sie bleiben hier, bis alles vorbei ist, Ramsay. Richtig. Mit Brunnenwasser und dem Bett neben einem Vermögen. Ja, sehr schön. Sehr tolle Bilder. Obwohl wir das nicht sehr wahrscheinlich brauchen. Ist vielleicht praktisch. Der Kronmeuchler hat mit all die... Ich vermute, ich brauche die. Vielleicht auch nicht. Nur im äußersten Fall. Achso, ja, wir müssen ja noch die Kohle mitnehmen. Die Reserven helfen nicht gegen Delilah. Selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Ein so ein Goldbarren, der wird schon reichen. Beliebige Tasse drücken. Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Ja, ja. Ich glaube, auf PlayStation fehlen mir, glaube ich, auch nur noch 2 Trophäen. Schleunigst raus aus Dunwall. 100%. Ich muss hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Falsche Taste gedrückt. Was kann ich nur tun, um Vater zu helfen? Wer muss ich selbst werden? Jetzt ist es ein bisschen kritisch. Wahlöl. Du bist deine Uniform nicht wert. Na, gucken kann man so, ne? Wimmelt es von Männern des Herzogs. Mal her, schlechte Nachricht.
Ramsay ist weg. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Emily Caldwin ist offenbar geflohen. Wir müssen sie finden. Das war's. Das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. So oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Wachsame Zeiten. Ich bin immer wachsam. Muss wachsam sein, mal sagen. Hier steht etwas. Jetzt Kohle, die wir nicht haben. Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Okay, das war schon mal nicht. Ich hab mich anders anschleichen sollen. So. Hier 5-1. Okay. Also, wir könnten jetzt das Speedrun quer durch die City machen. Okay, Speedrun. Hey, hallo? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen? Bürger von Dunwood. Ich hab keine Zeit für sowas. In meinem Bildungsdeck. Sie kommt nicht weit. Was ist hier los? Du gehst nirgendwo hin. Sie darf nicht fliehen. Ich flieh aber. Ist da drüben herum? Die Kaiserin! Los, bewegen! Er ist da, ich sag's selbst nicht mehr. Bist du fertig? Du bist so eine Gnade! Speedrun! Hab ich doch gesagt. Hey. Geht also gerade alles vor die Hunde. Hab ich hier hoch, oder? Der alte Kerl wurde sonst wohin verschleppt und ich habe keine Kohle. Ah, Winzer. Hehehe, ihr werdet mich niemand kriegen. Okay, ich muss erst mit. Ja, ich bin ja da. Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Jetzt, ne? Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund, Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter.
Das sehe ich. Fahren wir? Bald. Jetzt noch nicht. Anton Sokolov wollte selbst zu Corvo kommen, aber mehr dazu. Sind Sie fertig? Ich will nicht in das Schiff rein. Dann auf nach Kanaka. Auf nach Kanaka. Grimm. Sehr gut. Ich habe zwei Leute umgebracht. Zwei oder drei? Ich glaube zwei. Oh mein Gott. Wir träumen. Bin ich noch auf Megans Schiff? Seltsam. Der hat sich ein Loch eingerissen. Wo bin ich? Ich fühle, wie sich etwas nähert. Beobachten. Kaiserin Emily Caldwin. Ich bin ein Freund deines Vaters aus schlechten alten Zeiten. Ich hätte nie gedacht, dich zu treffen. Ich sah den Tod deiner Mutter durch Intriganten, die nach deinem kleinen Reich gierten. Gerettet vom maskierten Mann. Ich dachte schon, das wär's mit der Aufregung. Jemand hat dein Leben zerstört. Du hast deinen Thron und deinen Vater verloren. Und Delilah wird beides nicht so leicht hergeben. Nein. Also, was bist du nun bereit zu tun, o kaiserliche Majestät? Und stellst du es schlau genug an, ohne ein Meer von Blut zu vergießen? Das habe ich Corvo vor 15 Jahren gefragt. Dieser Moment hat ihn verändert. Nun bist du dran. Ja, annehmen. Es brennt. Tief in mir. Es ist, als stünde ich am Rande von etwas. Alle Geschichten. Sie sind wahr. Unglaublich. Hui. So werde ich Vater retten und meinen Thron zurückerobern. Ja. Wie gesagt, nicht wundern, wenn sich das alles verspätet, wann wird sich hier angeht. Erinnerst du dich? Es ist lange her und vieles ist geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst. Tut es gut, dass du hier bist. Mutter, du bist hier. Und doch nicht. In meiner Hand. Doch woanders. Nur ein Relikt meiner Essenz. Die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meinen Armen nehmen zu können. Doch höre mein Angebot. Geschenk. Und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Wir haben das Herz unserer Mutter. Es steht kein Stern am Himmel. Es gibt keinen Himmel. Wer ist Delilah wirklich? Wie konnte sie? Ich versteh's nicht. Runen. Ist so wie Delilah. Ich habe sie aus Blut und Dreck emporsteigen sehen, bis sie schließlich von den weisesten Gelehrten des Reiches stehlen konnte. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie, mit einer Raffinesse, die alle um sie zu Kriechern macht. Das Ende hast du ja am Dunwall Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel. Sie hat jede erdenkliche Qual erlitten und hat nun eine Krone. Aber ich verrate dir was.
Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Das haben möchte gern Machtinhaber, aber immer. Jo. Weiter. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich mich im Unterricht gelangweilt und von Schwertkämpfen und der Seefahrt geträumt. Jetzt erkenne ich, dass die Welt noch seltsamer ist, als ich gedacht hätte. Alles Vertraute wurde auf den Kopf gedreht. Aber ich werde das schon durchstehen. Auf der juwelenbesetzten Karte im Dunwall Tower ist Karnaca der südlichste Hafen des Reichs. Ein dicker, roter Rubin. So habe ich es mir gemerkt. Von nahem riecht die Stadt nach dem Ozean und fremden Gewürzen. Von nahem ist sie ein Sumpf aus Blut und Ehrgeiz. Die Heimat meines Vaters. Megan Foster ist eine Fremde, aber aus einem unbestimmten Grund will ich ihr trotz ihrer zurückhaltenden Art vertrauen. Sie hat mir geholfen und ich brauche Antworten. Delilah und der Herzog stellen mich als Mörderin hin und lassen meine politischen Feinde vom Kronmeuchler töten. Sie haben mir alles genommen und ich hol's mir zurück. Und der ein oder andere wird definitiv sterben, deswegen. Ja. So. Dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen in Karnaca und bis zur nächsten Folge, ne? Ganz entspannt. Ciao, ciao.